So. Geben wir denen mal etwas Feuer hier. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch eine Blumenvase bauen oder eine Rosenvase, aber eine Rose ist ja letztendlich auch eine Blume. Für die Freundin oder für die Geliebte, je nachdem. Wer weiß das schon jetzt kurz nach Silvester. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Für dieses Projekt benötigen wir ein Teelicht. Na, wo ist das Teelicht? Hier ist es. Ein Reagenzglas und ein Vierkantstab aus Buche, 40 x 40 mm. Diesen schneiden wir an der Kapp- und Gärungssäge auf Länge zu. Danach wird alles mit Holzleim miteinander verklebt. Ich empfehle euch hier, einen wasserfesten Holzleim zu verwenden. Warum? Naja, damit wir hundertprozentig sicher gehen können, dass dieses Werkstück auch jahrelang halten wird und dass die Leimfugen nicht auseinandergehen. Und das Wichtigste beim Holz, beziehungsweise wenn man zwei Hölzer miteinander verbindet, der Anpressdruck, beziehungsweise der Druck. Und hier ist eine Schraubzwinge ideal. Nachdem das Ganze getrocknet ist, können wir auch schon loslegen mit dem Objekt. Dies ist eine Druckvorlage aus dem Internet. Ich nehme jetzt hier ein Herz. Ihr könnt natürlich auch ein Kleeblatt nehmen oder irgendein anderes Motiv. Und dieses bringe ich nur mit Sprühkleber auf die Holzplatte auf. Anstatt Sprühkleber könnt ihr auch doppelseitiges Klebeband verwenden, das geht genauso gut. Anschließend sägen wir das Motiv an einer Bandsäge aus. Alternativ könnt ihr auch eine Stichsäge nehmen, dies geht genauso, aber natürlich nicht so exakt wie hier mit der Bandsäge. Wer diese Bandsäge noch nicht kennt, darüber gibt es ein Vorstellungsvideo. Das verlinke ich euch mal hier oben rechts im Bild. Und nun benötigen wir einen Forstnerbohrer, beziehungsweise zwei. Einen für das Reagenzglas und einen für das Teelicht. Wenn ihr kleine Werkstücke an einer Standbohrmaschine bohrt, empfehle ich euch immer, das Ganze sicher zu befestigen. Mit einem Maschinenschraubstock, wie hier im Bild. Den Maschinenschraubstock könnt ihr dann in der Tischbohrmaschine befestigen oder mit einer Schraubzwinge, wie hier im Bild zu sehen. Diese geht alternativ auf. Bevor wir nun die Oberfläche behandeln bzw. schleifen, müssen wir noch den Sägeschnitt von der Bandsäge verkleben. Und danach können wir loslegen und das Werkstück behandeln bzw. eine schöne glatte Oberfläche verschaffen. Als Unterlage verwende ich hier wieder meine Anti-Rutschmatte. Und als Schleifgerät verwende ich einen Exzenterschleifer. Ihr könnt natürlich das Ganze auch mit einer Feile, einem Schleifklotz und Schleifpapier schleifen oder behandeln. Dies geht genauso gut, dauert aber nur etwas länger. Nun noch zur Probe alles zusammenstecken. Das Teelicht passt, das Reagenzglas auch. Klasse. Jetzt fehlt nur noch die Oberflächenbehandlung.
Hier im Bild verwende ich Klarlack. Natürlich könnt ihr auch noch andere Lacke verwenden. Wie ich genau eine Oberfläche lackiere, das erkläre ich euch oben rechts im Video. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wie immer findet ihr das letzte Video hier. Hier ist der Abonnier-Button. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde mich darüber riesig freuen. Ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Nachbauen dieser Vase. Und falls ihr das nachbauen solltet, könnt ihr das ja gerne unter Hashtag Mr. Handwerk auf Instagram oder Facebook posten. Würde mich darüber riesig freuen. Ich sage bis zum nächsten Mal und ciao. So, was mache ich jetzt mit dir? Na, mal gucken. Vielleicht finde ich da was Passendes für meine Geliebte.